Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass auf diesem Kongress, dem DGP-Kongress 2018, die neue deutschsprachige COPD-Leitlinie vorgestellt wird. Meine Botschaft an niedergelassene Kollegen draußen bezüglich Diagnostik und Therapie der COPD ist: erstens bitte an die Erkrankung denken. Das ist eine sehr häufige Erkrankung, wenn Patienten eine bestimmte Konstellation aufweisen von Risiko, Alter über 40, Raucheranamnese und entsprechende Symptome, insbesondere Belastungsdyspnoe, möglicherweise auch chronische Bronchitis, dann daran denken, die Diagnose stellen über Durchführung einer entsprechenden Lungenfunktionsdiagnostik, mindestens Spirometrie. Und wenn die Diagnose gestellt ist, eine Therapie beginnen, die an das Stadium und die Situation des Patienten angepasst ist, bestehend aus medikamentösen und nicht medikamentösen Verfahren. Und wenn man das dann vernünftig macht, wird das auch wirken. Die Patienten profitieren von den Therapieverfahren enorm. Man kann die aktuelle Situation verbessern, man kann das Risiko für die Zukunft reduzieren. Und es ist überhaupt nicht mehr angezeigt, in den therapeutischen Nihilismus walten zu lassen.